Die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel hat das langsame Tempo hin zu einer vollständigen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr kritisiert. Zwar sind die ersten Projekte auf dem Weg, doch ist bei unseren Soldatinnen und Soldaten 2022 noch kein Cent aus dem Sondervermögen angekommen. Zu behäbig ist das Beschaffungswesen, schrieb die SPD-Politikerin in ihrem am Dienstag in Berlin vorgestellten Jahresbericht. Högel stellte fest, die Lastenbücher der Truppe sind voller geworden, die Bekleidungskammern, Munitionsdepots und Ersatzteillager hingegen nicht. Dabei habe es selten einen so großen gesellschaftlichen Konsens gegeben, wie nach der von Kanzler Olaf Scholz als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgerufenen Zeitenwende, so Högel. Sie plädiert auf einen Finanzierungsrahmen, der deutlich über die 100 Milliarden aus dem Sondertopf hinausgeht. Die 100 Milliarden allein werden nicht ausreichen, sämtliche Fehlbestände auszugleichen. Dafür bedürfte es nach Einschätzung militärischer Expertinnen und Experten eine Summe von insgesamt 300 Milliarden Euro.